ist Felin, heißt Kreis. Meine kleinen Rabauken haben jetzt voll die tolle Beschäftigung bekommen. Das ist so ein Säckchen. Und das ist mit Leckerlis gefüllt und mit Heu. Und die lieben das. Das ist das Harry, den habt ihr noch nicht gesehen. Zuko hat auch eins bekommen, weil die beiden sind ja gestrennt leider, weil sie Rabauken sind. Und sich nicht mehr vertragen haben. Das ist voll lustig. Oh. Es schneit. Es gab jetzt schon mehrere Anmeldeversuche auf meinem YouTube-Kanal von irgendjemand anderen. Und genau, ich mache mir momentan noch ein bisschen Sorgen um den Kanal. Wir haben mich jetzt gerade, also ich stecke gerade ein bisschen in einer schwierigen Situation. Ich weiß aber, was mir helfen könnte. Und eine der Sachen davon ist, dass ihr meine Videos runterladet und speichert. Soweit ihr jetzt selber irgendwie den Speicher dazu habt. Und genau. Ihr könnt die auch gerne selber hochladen, wenn ihr dabei irgendwie auf meinen Kanal verweist und vorher fragt. Ja, ich hoffe, dass sich das alles noch klärt. Aber mir droht jetzt wegen dem letzten Video eine Anzeige. Ich weiß aber zum Glück, was mir da helfen kann. Und ich habe eine Vermutung, wer in meiner Wohnung war. Ich weiß es aber nicht genau. Heute habe ich es hingekriegt, das erste Mal Kopfweh wegzuzeichnen, weil es sind ja gerade immer wieder so voll die Temperaturschwankungen. Das Wetter hat Borderline. Und genau, es ist ja so, dann sind die Schwingungen durch den Temperaturdings ja anders. Also physikalisch gesehen, das heißt, es beeinflusst ja auch die Gehirnwellen und dadurch entsteht ja Kopfweh, würde ich mal sagen. Oder spekulieren, also ich habe das jetzt nicht nachgegoogelt, aber es klingt für mich logisch. Und genau, wenn das halt so wechselt, dann ist das Gehirn das, glaube ich, nicht gewöhnt. Und im Prinzip habe ich dann diese, wie beschreibt man das, das, was da irgendwie dann innerlich noch so blockiert ist beim Wechsel, irgendwie dann mit dem Stift rausgelassen und so eben intuitiv gezeichnet. Und im Prinzip so eine Schnecke gemacht und in diese Spirale von der Schnecke halt so lauter Muster rein und also irgendwie so abstraktes Gedöns und keine Ahnung. Es war danach halt wirklich weg. Ich denke, weil ich halt auch beim Zeichnen irgendwie auch so ein Stück weit losgelassen habe. Und ich weiß nicht, durchs Loslassen kann man halt wirklich so alles Mögliche heilen. Also, oder zumindest bessern. Ich weiß nicht, ob man alles heilen kann, aber zumindest bessern. Ja, aber ich merke, ich bin müde. Also das Wetter ist irgendwie so, ich glaube, das ist auch anstrengend für den Körper, wenn da so viel Wechsel ist, weil dann muss er sich immer auf was anderes einstellen. Aber das ist eigentlich so krass, wie unsere Körper eigentlich so auf die Umwelt reagieren. Allgemein. Also mir wird immer klarer, boah, da sind ja Wellen, da sind auch Wellen. Also wirklich so, ich nehme immer mehr alles nur noch so irgendwie als Wellen und Teilchen irgendwie wahr. Also wirklich, ich schaue rum und sehe überall Physik und Chemie und gleichzeitig aber auch nicht. Also ich kann es auch normal sehen oder auch gleichzeitig nicht nur an Wissenschaft denken, sondern auch an irgendeinen Blödsinn. Aber ich habe jetzt zum Beispiel endlich verstanden, wie Ski funktioniert. Oder...
Keine Ahnung. Ich habe letztens Tischtennis gespielt. Und für mich war das dann halt wirklich so, keine Ahnung, ein Stück weit so Winkelberechnung mit meinem Körper und keine Ahnung. Oder keine Ahnung, also irgendwie überall ist halt irgendwie Mathe, aber auf eine coole Art und Weise. Und genau, also es ist wirklich so, ich muss halt schauen, also ich habe festgestellt, ich kann tatsächlich irgendwie krass viele Wellen wahrnehmen. Besonders je höher halt so mein eigenes Bewusstsein ist. Aber man braucht halt gleichzeitig auch die Stille, weil sonst ist man ja auf einer Dualität. Und, keine Ahnung, ich denke, bei Hochsensibilität kann es halt auch wirklich sein, dass einem die ganzen Wellen dann irgendwie zu viel sind, weil man eben so viel wahrnimmt und dann, ja, bekommt man Kopfweh oder so. Mir hat es dann aber auch schon geholfen, dann halt wirklich, ich stelle mir dann vor, dass ich bei dieser Welle eben mitschwinge, dann ist sie nicht anstrengend, weil dann blockiert man das irgendwie nicht. Also, wenn man dann irgendwie so Widerstand leistet, dann ist es ja eigentlich nur dieser Widerstand, der anstrengend ist. Und ich glaube, dadurch kann man selbst an der Baustelle meditieren. Aber ich könnte es auch nicht immer. Also das ist auch unterschiedlich, wie stark gerade mein Zustand ist. Also jetzt die letzten Tage war es wieder schwächer. Davor hatte ich eine Phase, da war es richtig stark. Immer wieder tatsächlich auch über der 900 von dieser Erleuchtungsskala. Ich habe, glaube ich, auch rausgefunden, wie ich zu 1000 kommen könnte. Aber ich glaube, mein Körper würde das nicht komplett packen. Also, oder ich glaube, vielleicht war ich da auch schon kurz davor, aber ich kann, glaube, so wie ich mich einschätze, kann ich nicht dauerhaft in den Zustand bleiben, so wie Jesus oder Buddha von der 1000. Also jetzt nüchtern. Und, sondern ich gehöre, glaube ich, eher zu den Menschen, die da vielleicht eher nur halt bei der Meditation oder so hinkommen, weil bei mir ist es halt so, ab irgendeinem gewissen Grad fangen halt wirklich nur noch meine Augen an zu flimmern. Und, ja, ich bin dann halt wie so ein komisch vertripptes Etwas, wenn man es mal bewertet. Ich bin halt wirklich dann nur noch so, keine Ahnung, ich fühle mich halt selber, als wäre ich das pure DMT dann, je höher mein Bewusstsein ist. Und ich glaube, ich kann wahrscheinlich nicht so gut wie Jesus oder Buddha dann noch den Körper steuern. Und bin dann halt wirklich nur noch so, ja, und mache irgendeinen Blödsinn oder gurk irgendwie rum und bin wie so, keine Ahnung, wie so ein vertripptes Pilzwesen. Oder Alice im Wunderland. Also ich bin, ja, keine Ahnung, ab einem gewissen Punkt werde ich richtig, richtig merkwürdig, würde ich sagen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch relativ jung bin und, keine Ahnung, ich muss mich auch erstmal so an diesen Zustand gewöhnen, wie ich damit umgehe. Aber, also ich denke schon, dass ich zu einer Sorte von Mensch gehöre, wo so diese DMT-Produktion stark ausgeprägt ist. Aber ich glaube, ganz so stark wie bei Jesus oder Buddha ist es nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich stark. Aber halt auch scheiße unkontrolliert. Aber ich glaube, das hat der Kontrollverlust auch an sich. Also genau. Ich wollte noch irgendwas anderes erzählen, aber manchmal bin ich tatsächlich so vergesslich. Das kommt aber auch, wenn man so... Also gerade fühle ich mich ziemlich im Moment. Weil, keine Ahnung. Vorhin hatte ich wieder ein kurzes Tief. Dann kam so ein bisschen Traurigkeit. Weil es gerade halt mit meiner Family schwierig ist. Aber irgendwie habe ich dann vorhin wieder losgelassen. Und ich habe so ein bisschen in meiner Wohnung dann rumgetanzt und auch so rumgesungen. So lustige Dinge, die man alleine zu Hause macht. Und, keine Ahnung, jetzt merke ich, wie so mein Körper auch immer Glückshormone ausschüttet und das ist voll so, oh, ich freue mich einfach.
Genau. Und beim letzten Video hatte ich noch so ein bisschen was unten drunter hingeschrieben. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze jetzt, ja, auf was das jetzt hinausläuft. Ja, aber ich denke auch, dass ich das hinkriegen werde. Und ja, ich finde es halt jetzt schade. Es war halt wirklich praktischer oder sicherer, dass ich so das eine Video jetzt privat gemacht habe. Aber ich muss schauen, dass ich vielleicht so manche Infos aus dem Video irgendwie so, vielleicht auch in einer strukturierteren Art und Weise, auch wenn ich am liebsten eigentlich einfach so drauf loslaber. Aber irgendwie zum Beispiel ein Video, wie schüttet man DMT selber aus? Oder irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte ja eh Meditation so irgendwie anleiten. Dazu habe ich eh Lust, also eigentlich schon seit einer Ewigkeit, aber Sachen vornehmen. oder, keine Ahnung. What was the point? Ich hab's vergessen. Ich habe jetzt auch endlich den 4. Band von den Känguru-Chroniken angefangen. Nein, die ersten 3 habe ich ja im Winter gelesen. Es ist immer noch Winter, egal. Und den habe ich mir jetzt ausgeliehen, weil ich den nicht selber habe. Und ja, mein Freund wird jetzt endlich auch die ersten 3 Bände lesen. Ich habe das dem schon seit einer Ewigkeit dann gesagt, dass er es lesen soll. Und er hat sich jetzt endlich mitgenommen. Weil gerade ist er nicht bei mir zu Hause, sondern wieder bei seinen Eltern. Und ja, dann kann ich mit ihm über lustige Dinge reden. Ich bin mir noch unsicher, ob ich eher das Känguru bin oder er. Weil er ist chaotischer als ich. Aber er ist halt auch bei mir eingezogen und ich bei ihm. Aber ich bin... Also er ist nur unordentlicher als ich, aber ich glaube, chaotischer bin ich im Kopf. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, ich bin eher das Känguru. Aber, weil zum Beispiel, weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch schon so, ich schleppe alles Mögliche mit mir rum und das Känguru hat ja auch alles Mögliche so in seinem Beutel. Oder, keine Ahnung, ich glaube, ich kann genauso nervig sein. Und, nee, keine Ahnung. Also ich sehe mich eher als Känguru. Keine Ahnung. Freue ich, wenn er es fertig gelesen hat, weil dann können wir darüber diskutieren. Und was ich mich auch noch frage, ist, also, keine Ahnung, ich dachte eigentlich immer, mein IQ wäre so knapp über 130. Und der Punkt ist aber, ich habe eine enorme Konzentrationsschwäche plus die Depression, die ich hatte, weiß nicht, Depressionen können ja einen richtig dumm machen, finde ich. Das klingt voll gemein. Aber, keine Ahnung, dann arbeiten die Synapsen ja nicht so richtig gut zusammen und man kann irgendwie seinen Verstand nicht so gut benutzen, wenn man halt ständig von irgendwelchen Problemen geplagt ist. Und, genau, je stärker bei mir dann halt die Transzendenz ist, umso mehr habe ich halt das Gefühl, dass mein IQ wirklich so... da gibt es ja dieses Meme mit diesen Stonks. Und, keine Ahnung, ich frage mich jetzt einfach, was tatsächlich so mein IQ ist. Weil, ich konnte eigentlich im Kindergarten auch schon bis 1000 zählen. Schreiben konnte ich da aber noch nicht. Und ich dachte eigentlich immer, ich könnte besser schreiben als Mathe. Aber schreiben habe ich halt mehr geübt. Also ich dachte, meine Hochbegabung ist eher so, was Sprache angeht und, weiß ich, so irgendwelche Zusammenhänge erkennen und sowas oder irgendwelche Muster erkennen. Und ich dachte, in Mathe wäre ich jetzt auch überdurchschnittlich, aber nicht so, dass ich in dem Bereich jetzt auch über 130 wäre, weil man kann, es gibt ja diese 3 Bereiche und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber der Punkt ist, ich wurde halt so gut wie gar nicht mehr gefördert, seit ich, keine Ahnung, 13 bin, würde ich sagen. Bis auf, dass ich vielleicht mal Farben bekommen habe oder so. Aber ansonsten wurde ich eigentlich
was so schulische Weiterbildungs-, keine Ahnung was angeht, familiär überhaupt nicht mehr unterstützt. Und, keine Ahnung, also es war halt auch so, dass, weiß nicht, also was PCs angeht oder so, ich habe da zum Beispiel eine relativ große Lücke. Also ich würde nicht sagen, dass ich vom Niveau bin wie eine Karen, aber, weiß nicht, ich denke mir, ich könnte viel besser sein, wenn ich da einfach gefördert worden wäre. Ich denke halt, besonders im mathematischen Bereich habe ich eben keine Förderung bekommen, weil ich halt aus einer schwierigen familiären so Situation komme. Und vielleicht hätte ich da voll das Potenzial gehabt, was ich aber nie so richtig ausgelebt habe. Und keine Ahnung. Also bei Kunst ist es so, oder auch beim Schreiben, das kann ich halt auch, wenn es mir nicht so gut geht. Und bei Mathe ist es dann halt so, das kriege ich eigentlich eher nur hin, wenn es mir gut geht. Weil dann irgendwie nicht so viel blockiert ist. Aber es könnte halt wirklich auch daran liegen, weil es eben nicht so trainiert ist bei mir und ich dann auch irgendwann in der Schule dann so dachte so, nee. Und dann, keine Ahnung, ich saß dann halt im Unterricht, mir ging es mega scheiße. Also besonders nach der Trennung meiner Eltern und ich habe dann ja, kaum noch was mitbekommen, weil ich gedanklich einfach, weiß nicht, zum Beispiel gekämpft habe, nicht einfach loszuheulen oder so. Und, ja, dadurch, also besonders sowas wie Mathe, das baut halt alles aufeinander auf und dadurch habe ich voll die Lücken bekommen. Und, weiß nicht, bei Deutsch hatte ich das Glück, da hat sich das dann nicht so ausgewirkt, da konnte ich das irgendwie besser nachholen, als jetzt, zum Beispiel in Mathe. Aber ich finde es irgendwie voll schade. Also, weiß nicht. Ich finde halt, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich irgendwie mehr gefördert worden wäre. Oder, keine Ahnung. Ich finde es halt so schade, was da irgendwie, ja, wie viel Geld man hat, irgendwie ausmachen kann oder wie es zu Hause aussieht. Das hat alles so einen großen Einfluss auf die Noten. Ne? Und genau, momentan versuche ich halt alles Mögliche nachzuholen, wo ich merke, das sind Lücken bei so Themen, die mich halt auch irgendwie selber interessieren. Weil eigentlich interessiert mich alles Mögliche. Also, das klingt voll strebehaft, aber ich interessiere mich tatsächlich für Mathe. Ich interessiere mich für Programmieren. Ich interessiere mich für Physik oder Chemie oder Bio. Also ich liebe so Dokumentation oder so. Ich interessiere mich für Geschichte oder Politik. Aber keine Ahnung. Ich finde halt vor allem im mathematischen Bereich habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass da die Förderung gefehlt hat. Und, weiß nicht, es gab halt, also in Deutsch hatte ich halt einen coolen Lehrer. Ich finde, es hat mir auch ziemlich viel geholfen, als es dann bei mir familiär so schwierig wurde. Und dadurch waren da, glaube ich, nicht so, ich glaube, das hat auch einen Punkt ausgemacht, dass ich das, die Fähigkeit so gut ausbauen konnte. Lehrer können so einen großen Unterschied machen. Aber ich hatte zum Glück auch in der Oberstufe einen coolen Physiklehrer. Der hat eher so locker unterrichtet und hat auch öfter so Witze gemacht oder keine Ahnung. Wir haben dann Big Bang Theory angeschaut. Aber wenn man halt einen Lehrer hat, der, keine Ahnung, ich bin voll nicht drauf klargekommen, wenn so ein Lehrer richtig autoritär war. Oder aber, weiß nicht, wenn die Person, wenn es einfach irgendwie langweilig war, dann hat sich mein Gehirn halt wirklich so, ja, ich hab's dann halt nicht mehr mitbekommen. Dann waren andere Sachen interessanter. Greta Thunberg ist mein Buch. Medienpräsenz, nice.
der ist für Kohle. Hey! 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 Wird Zeit, dass der ganze Kram mal legalisiert wird.